Ja, herzlich willkommen zurück. Hier mitten in der Runde habe ich letztes Mal abgebrochen. Und ja, jetzt geht es also weiter. Wenn die anderen Kollegen da oben fertig sind mit ihren Zügen, können wir wieder ordentlich Geld ausgeben. Ja. Und ich habe auch schon so eine Idee, in welche Richtung das geht. Erstmal müssen wir natürlich mehr Geld verdienen und wir müssen aber auch unsere Militärpräsenz deutlich ausbauen, vor allem die in Europa an der französisch-niederländischen Grenze. Genau, Physiokratie, das ist immer gut, haben sie hier erforscht. Ceylon, Curaçao, richtig, da haben wir Truppen bis zum geht nicht mehr, aber genau. Nicht überall. So, ich stelle erstmal einen von diesen frisch fertig gewordenen Infanteristen hier in den Hafen, damit der auch bewacht ist, damit da keine Schiffe reinfahren und den beschädigen. In Europa ganz wichtig, erstmal genau, ordentlich Truppen ausbilden. Wir können mal Reiter ausbilden, haben wir auch noch nie gemacht hier in diesem Spiel. Und ansonsten provinzielle Kavallerie, naja, ich weiß nicht. Und die Truppen, die sich hier befinden, alle mal aufrüsten. Ja, und dann natürlich die Bachthöfe hier und dort und natürlich auch in Ceylon aufrüsten. Ganz, ganz wichtig, damit die Bevölkerung wächst. Ne, das ist klar. Und ja. Die Teeplantage würde ich auch gerne mal aufrüsten, weil für Tee gibt es auch ordentlich Kohle. Ja, 17 Goldstücke. Können wir mal gucken, vielleicht können wir. Ja, siehst du, das sollte doch wohl. Ich habe die Befürchtung, die einige von euch haben, dass man mit diesem Technologiekauf die anderen Nationen stärkt, habe ich nicht so stark, weil meistens, also mit den größten, mit den meisten davon kann die KI sowieso nicht so viel anfangen. Habe ich mal den Eindruck. Das war zu teuer. Außerdem ist es wichtiger, dass wir jetzt Geld bekommen. Wir bekommen ja auch dadurch einen Vorsprung, wenn wir ein paar Runden früher diese Plantage fertig haben. Ne? Hier zum Beispiel. Zack. Gibt es nochmal 15, was war das? 15 Kisten mehr, genau, von 22 zu 37. Und mehr Kohle. Und wie gesagt, wir haben eh einen Forschungsvorsprung. Ob wir da jetzt ein bisschen was von abgeben, das ist nicht so wichtig. Ja, Gesellschaftsvertrag ist gut und schön, aber nicht so wichtig wie die Uferanlagen zum Beispiel. Oder auch hier diese Artillerieforschung. Die könnten wir eigentlich auch mal voranbringen. Was haben wir noch so Schönes? Ach, Packelgewehre. Was ist das denn für Lustiges? Naja, gut. So. Hier ist noch eine Gewürzplantage, aber das ist nicht bei uns, das ist bei einer Provinz, die wir auf jeden Fall aber halten müssen am Ende des Spiels, genau. Gardener Teacher, oder wie das heißt. Und hier sind auch noch einige, die wir bekommen müssen, ne? Neu-Andalusien zum Beispiel, New York lustigerweise. Ne? Und auch hier, Französisch-Guyana. Wo die Franzosen schon eine starke Präsenz haben, wir aber noch nicht. Und da müssen wir so ein bisschen aufpassen. Ja, hier oben haben wir ja überall Truppen, Gott sei Dank. Und ich denke, die werde ich auch mal langsam aber sicher da in den Süden schicken. Denn wir können auch den Spaniern mal hier ein paar Provinzen wegschnappen. Und auch Hispaniola natürlich. Und falls es zum Krieg gegen Frankreich kommt, auch Martinique. Denn ich bin schon davon überzeugt, dass das gute Provinzen sind und dass wir uns die. Ich glaube, dass wir auch die ganz einfach bekommen können. Also, weil das sind kaum Truppen, also zumindest bei den spanischen Provinzen. Weil Spanien ja von Neuspanien übernommen hat und in dem Moment sind halt alle neuspanischen Truppen weg, weil die werden nicht mit übernommen. Oder Neuspanien hatte vielleicht auch keine Truppen. Ich weiß nicht genau, wie das geregelt ist hier, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass das richtig ist, was ich gerade gesagt habe. So, und hier ist auch nochmal eine Armee. Die beiden Jungs gehen auch nochmal auf die Flotte. Na. So, dann kann die Flotte sich mal hier in diese Richtung bewegen. Und dann vielleicht hier anlanden, je nachdem. Ich glaube, das ist. Ich habe so ein Gefühl, dass es bald zum Krieg mit Frankreich kommen wird, weil die Beziehung immer noch nicht sonderlich gut ist. Ja. Spund, Bajonett. Wir können vielleicht das tauschen. Uferanlagen gegen die beiden Sachen. Nein, machen sie nicht. Noch ein bisschen militärischen Zugang und dann die Technologien tauschen. Das wäre doch mal was. Nein, machen sie auch nicht. Ansonsten Ringbajonett gegen Quadratformation.
Kinder ungläubiger Hunde. Mal sehen. Ringbajonetten, Physiokratie gegen die Beinsachen. Verbesserte Granaten und Kartätschladung. Mal gucken, vielleicht machen sie das ja. Nur gegen Kartätschen. Physiokratie gegen Quadratformation. Nein. Die sind auch doof. Ich würde das immer machen. Physiokratie und Empirismus und Einfriedung des Gemeinlandes gegen die Sachen da. Ah. Warte mal, Spundbajonett auch noch dazu. Tja. Karabiner. Hm. So hohl. Ich glaube, die Indianer können gar nicht forschen, kann das sein? Ich habe irgendwie das Gefühl, dass sie gar nicht forschen können. Louisiana. Mysore. Nicht einmal der niedrigste Aussätze von ganz Indien würde uns zustimmen. Na, das ist ja doof. Oh, Mann. Savoyen hat doch auch irgendwie Stress immer mit Frankreich, oder? Ja. Venedig. Na. Gut, dann lass es bleiben. Ja, so weit, so gut erstmal. Ich würde ja gerne noch irgendwas mit den Franzosen machen. Ein Staatsgeschenk oder so, weil da haben wir keine Kohle für, oder? Was haben wir denn hier? Feinstes Porzellan, Rassepferd und Schmuck. Flandern gegen Elsass, Lothringen, das wäre doch mal was. Naja. Ja, Frankreich hat super Beziehungen zu halb der ganzen Welt. Italien, Spanien, Schweden. Irgendwie haben wir mehr Glück als wir. Wir sind da nicht ganz so beliebt. Gut. Geh da mal rein. Naja, okay, dann hoffe ich mal, dass die Franzosen uns in Ruhe lassen jetzt. Scheiße. Ich habe hier den Beistand. Aber seine Verbündeten schließen sich ihm nicht an, finde ich lustig. Ja, er rückt vor. Okay, das habe ich mir fast gedacht, weil früher oder später muss es immer zum Krieg zwischen Frankreich und Holland kommen, das ist eigentlich immer so. Wir werden gleich mal gucken, wenn die Runde hier vorbei ist und die anderen Nationen gezogen haben, was wir da jetzt genau machen können. Scheiße. Wir haben nur 1000... Oh, du, was ist jetzt passiert? Oh. Der Handel ist ja komplett eingebrochen in den meisten Nationen. Moment, da muss ich... Oh Gott. Einen Regierungswechsel haben wir auch noch. Der Wahlkampf ist beendet. Nach zwei vielversprechenden Amtszeiten tritt die Regierung zurück, um durch ein neues Kabinett vertraute Landsmänner abgelöst zu werden. Och, Mann. Ja gut, das ist nicht so schlimm. Ja, toll. Super.
Die müssen immer noch aufgerüstet werden hier. Es dauert ja auch ewig. Na super. Jetzt stehen wir mitten im Krieg. Ja, immerhin kommt die Flotte an hier. Zack. Da sitzen die Franzosen, aber auch nur mit dem Ostindienfahrer. Da wird es, denke ich, keinen Kampf geben zwischen den beiden Handelsschiffen. Neuer Fraktionsführer, klar, gehört zur Wahl dazu. Mhm. Da sind neue Kollegs fertig geworden, das ist doch schön. Das ist gut für die Forschung. Naja, immerhin etwas. Trotzdem bin ich damit irgendwie nicht so richtig glücklich. Mal sehen, kann man hier was tauschen? Ach. 3, 7. Nee, 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 nee. Na, komm. So. Oh je, also die Franzosen stehen hier mit einer Riesenarmee. Da ziehe ich die sofort ab, weil das hat keinen Zweck.